heute wollen wir mit euch über die schöne Geburt sprechen, also eure schöne Geburt, und euch ein paar Tipps an die Hand geben dafür, wie ihr eure Geburt geborgen und gut und schön gestalten könnt. Genau, wichtig ist es heutzutage tatsächlich, sich relativ früh zu kümmern. Also ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass Hebammen nicht mehr werden und auch Geburtskliniken schließen, Geburtshäuser schließen. Das heißt, ihr müsst eigentlich im ersten Drittel der Schwangerschaft, in der Phase, wo ihr euch eigentlich gerade erstmal daran gewöhnen müsst, euch aber auch schon Gedanken macht, wie stellt ihr euch die Geburt vor, damit ihr einfach auch noch Möglichkeiten habt. Also Beleghebammen findet ihr sicherlich nur in den ersten 12 Wochen. Genauso ist in manchen Kliniken bis 14. Woche sozusagen Anmeldeschluss. Deswegen beschäftigt euch früh mit dem Thema. Wichtig ist auch, dass ihr euch schon relativ früh Gedanken darum macht, was ist euch wichtig, gegebenenfalls mit eurem Partner oder eurer Partnerin zusammen überlegt, was sind unsere Bedürfnisse, was tut mir wirklich gut, welche Person brauche ich bei mir, und euch dann darum kümmert. Genau, dann guckt euch vielleicht einige Optionen an, und wenn ihr zum Beispiel in Kliniken Informationsveranstaltungen besucht, guckt so ein bisschen auf euer Gefühl. Habt ihr das Gefühl, hier kann ich loslassen, hier fühle ich mich wohl, die Menschen, die ich hier treffe, die sind mir sympathisch. Und das ist viel entscheidender als die gute Erfahrung der Freundin. Was vielleicht für die eine Person passt, das muss nicht für euch das Richtige sein. Das gilt natürlich auch für die Möglichkeiten einer Hausgeburt, Geburtshausgeburt oder Klinikgeburt. Da gibt es kein besser oder schlechter, sondern ihr müsst das finden, was zu euch entsprechend gut passt. Auch in der Klinik könnt ihr gucken, möchte ich gerne lange hier bleiben oder ist es besser, wenn ich nach Hause gehe, plane ich eine ambulante Geburt ein oder tut es mir vielleicht auch gut, noch ein paar Tage hier in der Klinik zu bleiben und mich hier versorgen zu lassen. Tatsächlich, wie Anja schon sagte, es gibt kein besser und kein schlechter, sondern es gibt halt einfach nur den für euch richtigen Weg. Genau, also kümmert euch auch dafür entsprechend früh um Begleitung, dass ihr eine Hebamme habt, die euch im Wochenbett besucht, die euch in der Schwangerschaft schon unterstützt. Und als letztes schaut auch nochmal, dass ihr eine Geburtsvorbereitung findet, die zu euch passt. Die klassischen Geburtsvorbereitungskurse, die die Hebammen leisten, beinhalten primär wirklich viel Information. Also es sind keine Hechelkurse, wie es immer so schön heißt. Es werden auch Entspannungstechniken und so weiter vorgestellt. Aber wenn ihr einfach dahingehend weiter noch was machen möchtet im Bereich Hypnobirthing oder Yoga für die Schwangerschaft, dann guckt einfach, welche Angebote es gibt, welche Kursleiter zu euch passen, und sucht euch das, was euch einfach unterstützt dabei, eine schöne Geburt zu haben. Das Wichtigste ist tatsächlich eine gute Unterstützung in allen Bereichen. Jetzt in der Schwangerschaft und später auch als Eltern.